Hallo Leute, heute dreht sich alles um das Thema Garten. Und in unseren Gärten finden wir auch diesen Freund hier, einen Igel. Allerdings könnte ich den eigentlich nie so in meinen Händen halten. Warum das mit unserem Kollegen Max hier trotzdem geht, das erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Aber jetzt starten wir erstmal mit ein paar tollen Infos. Ein Garten ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere. Hier finden sie Unterschlupf und Nahrung. Unter einem Busch hat ein Amselpärchen sein Nest gebaut. Das Futter, Insekten, Regenwürmer oder Früchte finden die Vogeleltern ebenfalls im Garten. Auf Blütenpflanzen fliegen Insekten. Bienen und Schmetterlinge sammeln hier Nektar. Marienkäfer kommen ebenfalls gerne vorbei und erledigen nützliche Gartenarbeit. Sie fressen die Blattläuse. Aber Garten ist nicht gleich Garten. Manche sind sehr gepflegt. Da fühlt sich der Gartenbesitzer zwar richtig wohl, doch Tiere finden hier kaum Nahrung. Ich bin heute auf der Suche nach wilden Tieren in unseren Gärten. Mein Handy ist das Navigationsgerät. Es führt mich zu 3 versteckten Schatztruhen. In jeder befindet sich eine Aufgabe für mich. Die muss ich lösen. Seht ihr? Ich bin nämlich dieser rote Pfeil hier. Und meine erste Aufgabe, die in einer Schatztruhe versteckt ist, die muss jetzt hier irgendwo sein. Ab jetzt heißt es selber suchen, ohne die Hilfe meines Handys. Mann, das gibt's doch nicht. Gefunden! Komm mal her, da ist sie. Haha, mein Schatz. Baue ein Insektenhotel. Boah. Habt ihr eine Idee? Ich habe keine Ahnung, was ein Insektenhotel ist. Macht aber nichts, denn ich habe mir heute Hilfe geholt, und zwar den Martin. Der kann mir bestimmt weiterhelfen. Ich bin in einem Gemeinschaftsgarten mitten in München. Hallo Anna. Hallo Martin. Hi. Ja, grüß dich. Wow, das sieht ja richtig toll aus hier. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wie so ein Garten, den ich sonst so kenne. Mit so einem schön akkurat gemähten Rasen und angelegten Blumenbeeten ist eher wild hier. Ja, das ist wild hier und soll auch wild sein, damit hier zum Beispiel viele Tiere auch was finden. Welche Tiere zum Beispiel? Zum Beispiel Bienen, Honigbienen, Wildbienen, Frösche, Kröten, alles Mögliche. Ah, und Tiere ist auch ein gutes Stichwort, denn ich muss ja ein Insektenhotel bauen. Ja, das haben wir schon öfter gemacht hier und du kannst gerne mitkommen, dann schauen wir mal, wie das geht. Perfekt. Hier im Garten kümmert sich Martin um die Bienen. Er ist also genau der Richtige für mich. Warte mal, Martin. Ja. Wenn ich jetzt hier so gucke, da fällt mir doch gleich mal auf, hier sind richtig viele Bienen unterwegs. Ja, das stimmt. Hier summt es nur so. Hm. Ist das jetzt so eine Pflanze, die die gut finden? Ja, das finden zum Beispiel Hummeln ganz toll, diese Pflanze hier. Und die hier, die blaue da, das ist ein ganz großer Renner bei allen Wildbienenarten. Das ist der Natternkopf. Eine Wildbienenart hat sich auf diese Pflanze spezialisiert. Die Natternkopf-Mauerbiene. Sie geht nur an die lila Blüten des Natternkopfs. Zu den Wildbienen gehören auch die Furchenbiene, die Mauerbiene, die Hosenbiene und die Hummel. Das ist die größte Wildbiene. Sie alle leben bei Martin im Garten. Du hast jetzt hier in dem Garten einfach lauter Pflanzen, die Bienen toll finden und deswegen genau. Hängen die hier alle ab. Richtig, so ist das. Und warum jetzt ausgerechnet Wildpflanzen? Weil die da richtig viel Nahrung finden. Die finden da richtig viel Nektar zum Beispiel, Blütenstaub. Und das brauchen die, davon leben die. Diese Honigbiene ist eifrig am Sammeln. Der Pollen klebt in Form von kleinen Paketen an ihren Hinterbeinen. Und was ist mit gezüchteten Pflanzen? Ja, da gibt es solche und solche, aber es gibt viele gezüchtete Pflanzen, die haben nichts mehr zu bieten für die Insekten. Und warum, das können wir uns gleich anschauen. Fällt dir da was auf? Die Rosenblüte? Ja, also da ist irgendwie gar nichts, wo die Biene sich was holen kann, oder? Ja, genau, weil die Blüte besteht einfach nur aus Blütenblättern. Die hat gar keine Mitte mehr. Und was da sein müsste, ist eigentlich Pollen, Nektar. Hier ist nichts. Also das Futter für die Bienen fehlt einfach. Verstehe, es ist eine sehr schöne Blüte, aber halt keine Bienenblume. Ja, so ist es. Ja, Martin, jetzt darf ich aber nicht mein Insektenhotel vergessen. Ja, richtig. Was brauche ich denn dafür? Da schauen wir mal, was wir finden können. Gut. Wir
werden ein Hotel für die Wildbienen hier im Garten bauen. Okay, ich sehe schon, man braucht jede Menge. Ja. Aber klar, wir bauen ja auch ein Hotel. Jede Wildbiene wird einen eigenen Stängel beziehen, denn sie leben als Einzelgänger. Das sind jetzt also hier so getrocknete Schilfhalme, die wir nur noch zerschnippeln müssen und dann können wir loslegen. Ja, genau. Bloß die zerschnippeln wir jetzt nicht. Die sind nämlich zu trocken. Also wenn wir die so einfach durchschneiden, dann springt der Halm. Und wenn die Biene jetzt da reingehen würde, würde sie sich die Flügel kaputt machen. Du hast hier schon vorgearbeitet, sehe ich. Wir können einfach die nehmen. Die Halme hatte Martin vor dem Schneiden eingeweicht. Deshalb sind die Kanten glatt und damit sicher für die Wildbienen. So, fertig. Super. Fertig gefüllt. Da können jetzt ziemlich viele Bienen drin wohnen. Wie geht's denn weiter? Die Bienen mögen kein Haus, das durchzieht. Die mögen, dass das hinten dicht ist. Und deswegen müssen wir das irgendwie dicht machen. Dafür mischen wir einen Mörtel aus Erde, Zement und Wasser an. Der ist sogar biologisch abbaubar. Denn Zement besteht aus Naturmaterialien, aus Kalkstein und Ton. Einfach so drauf streichen? Ja, löffelweise. Einfach richtig drauf. Sehr schön. Und ich nehme an, das muss jetzt noch eine ganze Weile trocknen. Ja, so ein, zwei Stunden auf jeden Fall. Die Zeit nutzen wir, um uns noch ein bisschen im Garten umzusehen. Wildbienen leben in der Natur in Pflanzenstängeln oder Erdlöchern. Manchmal suchen sie sich aber auch ein tolles Haus. Und da hat irgendjemand hier was zugemacht. Genau. Und das war eine Biene, eine Wildbiene. Das heißt, da ist jetzt vielleicht sogar eine drin? Da ist bestimmt eine drinnen. Okay, und wie kommt die dann selber wieder raus, wenn die sich das zumacht? Weiß ich auch nicht, wie die das genau schafft, aber die hat damit kein Problem, da rauszukommen. So, die Wand meines Wildbienenhotels ist trocken. Jetzt gilt es, einen Platz zu finden. Ich möchte natürlich nur die beste Lage für mein Bauwerk. Boah, hier ist ja schon einiges los. Es sind ganz viele andere Hotels. Ja, genau. Hier ist noch ein Platz frei. Und da sind jetzt einfach lauter verschiedene Wildbienenarten, die jetzt in mein Hotel einziehen könnten. Wie lange dauert das, bis die da reingehen? Ach, wenn wir Glück haben, zieht heute eine ein. Oder mehrere. Das ist doch eine tolle Sache, Leute. Kann man ganz einfach zu Hause nachmachen. Und somit habe ich meine Aufgabe erledigt. Los geht's zur zweiten Aufgabe. Die nächste Schatztruhe ist nicht weit entfernt. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. So, jetzt bin ich fast da. Da lang. Das war ja einfach diesmal. Fangfutter mit einer Bodenfalle. Könnte so eine Art Grube sein, oder was meint ihr? Ich frag mal die Antje, die wohnt hier ganz in der Nähe und die hat vielleicht eine Idee. Hallo Antje. Hallo Anna. Na, was machst denn du da? Blumen einpflanzen. Schöne einheimische Pflanzen. Aha. Du, ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich muss Futter in einer Bodenfalle fangen. Mit einer Bodenfalle willst du Futter fangen. Ja. Dann wirst du Bodeninsekten brauchen. Ah, okay. Noch ist mir völlig schleierhaft, für wen ich dieses Futter brauche. Ich schaue mich erstmal in Antjes Garten um. Was ist denn das hier eigentlich, Antje? Sind es auch Blumenbeete? Nein, das sind Ausbildungsgehege für meine Igelchen. Du hast hier Igel? Ja, ich habe hier Igel. Ich habe eine Igelpflegestation und mache kranke Igel wieder gesund. Und Babys tue ich aufziehen. Und die kommen dann hier rein, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen können. Und dann dürfen sie in die Freiheit. Boah, das ist aber toll. Kann ich die mal sehen? Ja, ich kann dir den Max kann ich gerne mal holen. Dem geht schon wieder ein bisschen besser. Super. Igel. So, schau mal, da ist der Max. Ui, der Max ist aber ein ganz schöner Brummer. Ja, aber trotz alledem, er so ein Brummer ist, ist er sehr krank. Warum ist er denn überhaupt bei dir gelandet? Der war tagaktiv bei einer Frau im Garten. Und wenn ein Igel am Tag rumläuft, ist es immer ein schlechtes Zeichen. Mit bloßen Händen sollte man nie einen Igel anfassen. Sonst könnte man sich verletzen oder Krankheitserreger einfangen. Wer ein krankes Tier findet, sollte es nicht behalten, sondern sofort in eine Pflegestation bringen. Und was frisst er so? Schnecken und Regenwürmer? Nein, ein Igel frisst wirklich gar keine Schnecken. Ach so. Also die fressen sie nicht wirklich gerne. Sondern?
Also bei mir jetzt in der Pflege bekommt er, solange er krank ist, Katzenfutter. Und was frisst er eigentlich in der Natur? In der Natur frisst er zum Beispiel schöne große Laufkäfer. Die frisst er am allerliebsten. Aha. Ja, dann frisst er Larven von Schmetterlingen, die im Boden sind. Er frisst auch Regenwürmer. Also auch Insekten, die am Boden leben. Ja, auch Bodeninsekten. Aha, dann soll ich die vielleicht mit meiner Bodenfalle fangen. Ja, genau. Futter für die Igel. Super, dann weiß ich, wie ich meine Aufgabe lösen muss. Ich glaube, den Max muss ich jetzt mal wieder absetzen, weil der ist ganz schön schwer. Soll ich ihn mit haben? Ja. Uiuiui. Antje zeigt mir, wie eine Bodenfalle gebaut wird. In das Loch kommt ein Glas mit glatten Wänden. Daran können die Insekten nicht hochkrabbeln. Brot und Käse sollen sie anlocken. So, jetzt brauchen wir noch ein Gitter, dass keiner reinfällt, der nicht rein soll. Also größere Tiere, die jetzt keine Insekten sind. Genau, die sollten da nicht reingehen. Machen wir noch ein bisschen was drauf. Damit es gut getarnt ist. Genau. So, jetzt heißt es wahrscheinlich warten, oder? Ja, jetzt müssen wir warten. Können wir irgendwas in der Zwischenzeit machen? Irgendwas, das Tieren im Garten hilft? Wir könnten ein Igelhaus bauen. Dafür nehmen wir alte Ziegelsteine. Ganz schön schwer. Schaffst du. Wo müssen wir hin? Hier. Vielleicht wird einer der Igel, die Antje gesund pflegt, hier einziehen. Dann bauen wir ihm hier einen Eingang. Irgendwo muss er ja reingehen, das Igelchen. Der wird dann sein Heim mit trockenem Gras und Laub auspolstern. So hat er es warm und gemütlich. So, ein Dach. Ein Dach. Auf das kommen Zweige, damit das Haus wie ein natürlicher Igelbau wirkt. Ich habe die ganze Zeit schon das Vogelgezwitscher gehört. Jetzt will ich sehen, welche Vögel in Antjes Garten leben. Da, schau mal, da ganz oben, da ist eine kleine Blaumeise. Da oben in dem Ast. Da oben sitzt auch noch irgendein Vogel. Weißt du, was das für einer ist? Ah ja, es könnte ein Kleiber sein. Siehst du, der kann nämlich am Stamm senkrecht rauf und runter laufen. Die können richtig kraxeln am Baum entlang. Und der Kleiber ist auch ganz schlau. Der sammelt nämlich auch Samen und Früchte und versteckt die in der Baumrinde und auch teilweise im Boden. Für den Winter macht der Vorräte. Ah, wie das Eichhörnchen. Ja, genau. Und dann sehe ich noch ein Rotkehlchen, einen Buchfinken und eine Mönchsgrasmücke. Hier liegt ja Obst rum. Ja. Ach, noch was. Und noch was. Ja. Das ist ein Obstgarten hier, da liegt natürlich auch Obst rum. Ach so, oh, und hier hat auch schon ordentlich jemand was geknabbert. Ja, kann eine Amsel gewesen sein, die sich da am Baum bedient hat und dann fällt die natürlich runter. Aha, und spritzt ihr dann die Bäume? Nein, nie im Leben. Nee. Das nein, da werden die Vögel krank davon und auch die Insekten werden krank davon. Aber das heißt ja auch, dass euch die Vögel wahrscheinlich sehr viel von den Obst hier wegfressen. Also wenn du dir hier mal diese Kirschbäume anschaust, wir haben genug Obst, die können das alles gar nicht essen. Und es hat ja auch für den Baum einen Vorteil, weil wenn die Vögel das fressen, dann schmeißen sie die Kerne wieder irgendwo raus und dann kann sich der Baum verbreiten. Ja, genau, weil die Amseln, die schlucken, oder auch die Drosseln, die schlucken die Kirschen auf einmal runter, dann verdauen die das und dann kann man richtig zuschauen, wie der Kirschkern wieder hochploppt. In der Natur gibt es viel zu wenig Stellen für Tiere, wo sie trinken können. Deshalb stellen wir Schalen mit Wasser auf. Das könnt ihr auch in eurem Garten machen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob was in meine Bodenfalle gegangen ist. Mal schauen. Ich sehe noch nichts. Jetzt gucken wir mal. Oh, schau mal, da ist eine Maus drin. Tatsächlich. Wie hat die das denn geschafft? Ja, das, wenn ich jetzt wüsste, habe ich extra das Gitter drüber gelegt. Aber schau, ich glaube, die hat sich da durchgequetscht. Die lassen wir jetzt wieder raus, oder? Ja. Das Herz pumpert ganz doll. Hallo. Mäuselein und tschüss. Genau. So, haben wir denn auch Insekten gefangen? Tatsächlich. Einen Tausendfüßler und einen Laufkäfer. Futter für die Igel. Ja, cool, Leute. Somit habe ich meine Aufgabe erledigt. Und weiter geht's. Zwei Aufgaben habe ich schon gelöst. Eine steht noch aus.
Mein Handy führt mich ohne Umwege zur letzten Schatztruhe. Zack, bin ich schon wieder bei meiner nächsten Aufgabe. Hallo, Erik. Hallihallo. Du, ich habe eigentlich noch gar keine Zeit für dich. Ich muss erst mal meine Aufgabe finden. Okay, ja, dann hätte ich gesagt, such mal schön. Okay. Was hast du da hinterm Rücken? Erwischt. Schlawiner. Na gut. Aha. Oh, fotografiere ein Wespennest. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst vor Wespen, weil ich wurde schon ein paar Mal gestochen und das tut ordentlich weh. Erik hat mir keinen Fotoapparat, sondern einen Staubsauger in die Hand gedrückt. Okay. Komisch. Ja. Sieht schon mal interessant aus. Jetzt erzähl mal, was machen wir denn? Also, heute werden wir ein Wespennest umsiedeln. Au backe, das Schlimm. Hört sich nach sauren Wespen an. Nein, wir gehen ganz sanft an die Sache ran. Okay. Und dann merken die fast nichts davon. Aber so mache ich das nicht. Ich will schon einen Schutz. Du kriegst einen Schutzanzug von uns. Ist das die Hose? Ich glaube, das ist genau meine Größe. Und da könnt ihr jetzt nicht durchstechen? Na. Sag mal, ich dachte eigentlich, dass Wespen unter Artenschutz stehen. Das heißt, man darf die doch eigentlich gar nicht einfach umsiedeln. Das ist richtig. Für eine Umsiedlung braucht man erstens, sag jetzt mal, die Fachkenntnis dazu, eine Ausbildung und von der Behörde auch die Genehmigung. Die hat Erik, denn ein Wespennest in einem Baumhaus kann gefährlich sein. Wenn Kinder hier spielen und sich die Wespen bedroht fühlen, könnten sie die Kinder stechen. Deshalb dürfen wir das Nest umsiedeln, sonst niemand. Also bitte nicht nachmachen. Erik erklärt mir, wie wir die Insekten einfangen. Ich zeig dir den Kasten mal kurz. Hier oben ist ein separater Stauraum. Ja. Da werden die Wespen hier angesaugt und über den Saugschlauch werden sie dann in diesem Kasten da oben gefangen. Jetzt darfst du dieses Ende noch da oben reinstecken. Passt. Und dann? Ja, aber was mache ich jetzt? Sauge ich wirklich einfach die Wespen an? Ich zeig dir das gleich. Okay. So, ich mache euch mal hier auf, damit ihr auch was seht. Also, du siehst ja jetzt das Loch. Mhm. Das ist ihr einzigstes Ein- und Ausflugloch. Mhm. Und da versuchen wir jetzt, die Tiere zu kaschen. Zu kaschen? Einzufangen. Okay. Im Prinzip warten wir immer drauf ab, bis eine zurückkommt. Und so stören wir noch nicht. Ja? Und du musst einfach aufpassen, dass ich die dann erwisch, wenn dass du nicht das Nest einsaugst. Also dann. Ich gebe mein Bestes. Ja, und ich gehe mal in Sicherheit. Du bist ja nicht so gut ausgerüstet wie ich. Ja. Jetzt kommt gerade eine nach Hause. Schauen wir mal, ob du es schaffst. Hast du sie? Ja, weg ist sie. Wir können das Ganze auch ein bisschen beschleunigen, indem wir mal anklopfen und schauen, wer alles zu Hause ist. Ich fühle mich eigentlich sicher, weil ich bin ja gut ausgerüstet. Okay, also dann, ich mache mal den Klopftest. Oh, da kam schon einer raus. Ah, jetzt habe ich wieder eine. Prima gemacht. Die ploppen hier nur so raus. Du. Kommt ein bisschen was? Ja. Ja, also, da sieht man mal, die sind eigentlich gar nicht so aggressiv. Ja, bisher haben sie nicht mal versucht, irgendwas zu machen. Also, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle gefangen. Also zumindest schaut keiner mehr zur Tür raus und es kommt keiner mehr an. Ich habe etwa 80 Wespen gefangen. Wir müssen uns noch um das Nest kümmern, denn das wollen wir auch mitnehmen. Ist ja das Haus der Wespen. Jetzt muss ich einfach entlang von dem Holz so ein bisschen abschneiden und da oben noch ein bisschen abschneiden und gleichzeitig das Nest festhalten. Festhalten, damit es nicht runterfällt. Gutes Gelingen. Oh Gott. Das Nest haben die Wespen aus zerkauten Holzfasern gebaut. Es besteht sozusagen aus Papier. Schon ein ganz leichter Druck mit meiner Hand würde reichen, um es zu zerquetschen. Und nochmal, warte, ich helfe dir jetzt ein bisschen. Ja, ich. Du fangst es. Haben sie gut befestigt. Jetzt hat. So, jetzt mal schnell gucken, umdrehen. Prima, siehst du jetzt, das sind die Waben und die Königin hat sich jetzt irgendwo zwischen diesen Waben versteckt. Wir kleben das Nest auf eine Holzplatte. Die kommt in den Kasten, in dem schon das Wespenvolk sitzt.
Später wird Erik eine Sperre lösen, damit die Wespen wieder in ihr Nest kommen. Alles klar, dann sind wir jetzt hier fertig, oder? Fertig zur Abreise. So, also, reinspaziert. Wohnst du hier? Hier wohnen wir, genau, richtig. Und jetzt willst du die Wespen in deinem Garten ansiedeln? Ja, die werden wir hier in unserem Garten einfach aussiedeln dann wieder. Okay. Wespen gehören auch in einen naturnahen Garten. Dort erbeuten sie andere Insekten und sind selber Futter für Vögel. Da wohnt aber ja schon jemand. Da ist ein Futterhäuschen. Ach so, okay. Und so. Jetzt lassen wir die Wespen zur Königin, genau, oder? Noch sind sie ja eingesperrt. Und jetzt ziehen wir den Schieber, dass sie erst einmal wieder auf ihr Nest drauf können. Gut. Okay? Jo. Jetzt purzeln die Wespen im Kasten auf das Nest. So. Gut, dann kann ich eigentlich jetzt mein Foto machen. Ah, warte mal. Die sind ja jetzt noch ein bisschen aufgeschreckt und ein bisschen verunsichert. Sie sind ja an einem neuen Wohnort gezogen. Ja. Und wenn ich jetzt aufmache, wäre das schlecht. Aber versprochen ist versprochen, du kriegst dein Foto, weil ich habe ja noch andere Nester im Garten. Also, dann zeige ich dir gleich mal als erstes. Wer wohnt da drin? Da wohnt eine Hornisse drin. Oh. Keine Angst. Boah. Siehst du die? Ja. Das ist jetzt eine frisch geschlüpfte Arbeiterin. Oh, die ist aber groß. Ja. Die Hornisse ist die größte Wespenart. In den Waben sitzen Larven und Puppen. Aus denen schlüpfen bald weitere Hornissen. Dann zeigt mir Erik noch seine Feldwespen. Die leben im Schuppen. Und das da ist die gemeine Wespe. Sie kann lästig werden, wenn wir Kuchen essen wollen. Aber Erik weiß, wie man sie fernhalten kann. Also, unweit unserer Kaffeetafel, ein ganz einfacher Trick, eine Ablenkfütterung. Erik bietet den Wespen etwas an, dem sie nicht widerstehen können. Süße Trauben. So kann er auf der Terrasse ungestört seinen Kuchen essen. Ich muss noch ein Foto machen. Jetzt gehen wir zu dem Wespennest, okay? Gut. Prima. So. Erik bewegt sich ganz langsam, damit sich die Wespen nicht gestört fühlen und im Nest bleiben. Und ich mache mein Foto. Damit habe ich meine dritte und letzte Aufgabe erfüllt. Sehr gut. Prima. Es ist schon echt toll, wie viele verschiedene Tierarten in so einem naturnahen Garten leben können, oder? Aber auch der muss ab und zu mal gemäht werden. Aber Leute, bitte nicht mit so einem Ding hier. Das hier ist ein Mähroboter und ja, ich weiß, es sieht ganz lustig aus, wenn der da ganz von alleine durch den Garten düst, aber er mäht eben auch alles nieder, ohne Rücksicht auf Verluste und da kommen auch mal Eidechsen, Frösche oder sogar Igel drunter. Deswegen ist es besser, man mäht selbst und das mache ich jetzt auch.